In Berlin agiert gerade vor allem die Sommerpause. Auf Twitter begeben sich gleich vier bekannte Politiker in einen Verballficht. Auslöser ist, mal wieder, das Thema Sozialismus. Berlin, was machen Politiker eigentlich im Sommerloch, wenn der Bundestag? Pausiert und nur die Parteichefs in den Sommerinterviews ihren großen Auftritt bekommen? Viele dürften sich, wie Kanzlerin Angela Merkel, CDU, konsequent in den Urlaub verabschieden. Andere greifen zum Smartphone, graben alte Konflikte aus und begeben sich in teils skurrile Wortgefechte auf Twitter. So etwa der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Müller. Er hat am Montag Josef Schäfke den Grünen in einem Tweet mit den Schlagworten real existierender Sozialismus, DDR und Kuba aufs Korn genommen. Königs Konter ließ nicht lange auf sich warten, wenig später fanden auch noch die Parteifreunde Michael Großer-Brömer, CDU, und Ralf Stegner, SPD, genügend freie Zeit, um mitzumischen. Könert auf Twitter. Kühler konnte auf Angriff von CSU-Abgeordneten. Was war passiert? Streng genommen. Nichts. Vielleicht sollte Ed Kuhnekaff nach Kuba reisen, um zu verstehen, was real existierender Sozialismus aus einem Land macht, twitterte Müller, vielleicht. Ja, in Erinnerung an Franz Josef Strauß, den Anstieg vor Kämpfer gegen den Sozialismus und offensichtlichen Anspielung auf die Sozialismus-Thesen und ein neues Interview der SPD-Hoffnung mit dem Podcast Deutschland 3000. Dieser Flug wäre übrigens wirklich notwendig, weil Horizont erweiternd, bemühte sich Müller, auch noch die aktuelle Flugpreisdebatte mit einzuflechten. Königs Replik fiel kühl aus, auch wenn der 30-Jährige auf eine persönliche Attacke verzichtete. Diese Art der politischen Debatte sei ermüdend, twitterte er. Probieren Sie es doch, wenn Sie von Ihrem Standpunkt sehr überzeugt sind, einfach mal mit einem Argument auch erzog. Ein Herzensthema in die Debatte. Warum hört man Ihre DDR- und Kuba-Vergleiche eigentlich nie, wenn erwähnt wird, auf Messenger-Dienste und Smart-Home-Geräte? Zugreifen zu lassen? Fragt der Müller.Skurriler Twitter-Klinch im Kühnert. Stettner nennt CSU-Posting intellektuell ziemlich untertourig. Der CSU-Mann verzichtete zunächst auf eine Antwort. Dafür mischte sich Großer-Brömer ein, seines Zeichens immerhin parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Ich glaube denen, die DDR erlebt haben, twitterte er. Wenig später schlug dann auch SPD-Vize Stegner zu. Anders als Könert verzichtete er in seinem Kommentar zur Debatte auf die feine Klinge. Das ist wirklich intellektuell ziemlich untertourig, amüsiert er sich über Müllers Posting, tränenlachender Emoji inklusive Sommerloch in Berlin. K
Grünert sprach über Sozialismusthesen und Merkels zitterndes Verbalgefecht aus dem Sommerpausenhof brachte kaum neue Erkenntnisse, zog auf dem Kurznachrichtendienst aber vergleichsweise große Kreise. Zusammengenommen erreichten die Politiker-Tweets weit mehr als 3000 gefällt mir Angaben sowie hunderte Kommentare und Retweets. Auslöser waren bereits am 16. Juli als Podcast veröffentlichter Talk mit ARD-Journalistin Eva Schulz. Darin sprach Grünert unter anderem über den Streit anlässlich seiner Sozialismusthesen. In einem sozialistischen Land würde es extreme Einkommensunterschiede nicht mehr geben, sagte er. Von dem historisch vorbelasteten Begriff wolle er nicht lassen, auch wenn ein Sowjetunion oder auch DDR missbraucht. Worden sei. In dem Gespräch äußerte sich Grünert auch zu den zitternden Fällen von Kanzlerin Angela Merkel. Er zeigte, wie kurz zuvor schon Sarah Wagenknecht, Verständnis, ihm sei bei Live-Schalten für das öffentlich-rechtliche Fernsehen ähnliches widerfahren. Dann wirst du 10 Minuten vorher auf so einen Holzpodest gestellt, kannst da nicht mehr weg, und da ist mir dann halt auch passiert, dass während des Interviews das rechte Bein angefangen hat wie blöde zu zittern, erzählte er. Ganz unangenehme Situation, aber auch ein ganz menschlicher Reflex, if any.